Artikelnummer SCP-852. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-852 ist derzeit in einem unterirdischen Hangar am Standort untergebracht. Das Artefakt darf die Verwahrung nur nach erfolgter Genehmigung durch die O5 verlassen. Versuche mit den Komponenten von SCP-852 dürfen nur unter Aufsicht von Personal mit Freigabestufe 4 sowie einer Einheit des mobilen Einsatzkommandos Sigma 6 erfolgen. Beschreibung: Bei SCP-852 handelt es sich um ein Fahrzeug aus Stahl und Messing, welches stark an eine Batiscave erinnert. Am unteren Ende ist der Name Wings of Daedalus in vergoldeten Messinglettern angebracht. Das Fahrzeug ist 21,4 Meter lang, 4,1 Meter breit und 7,3 Meter hoch. Am oberen Ende des Artefakts sind 12 mastartige Objekte mit einer Länge von 9,6 Metern befestigt, welche am vorderen und hinteren Ende ein hexagonales Muster bilden. Jeder Mast besitzt am Ende eine Vorrichtung, die eine Art Blase produziert, welche den Raum um sich herum in einer Weise verformt, die den aktuellen Theorien über die Raumzeit widersprechen. Diese Vorrichtungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit den Masten Vakuum verschweißt, was eine Entfernung zu Studienzwecken erschwert. Die untere Hülle des Fahrzeuges besteht aus einer Kugel mit einem Durchmesser von 3,8 Metern und scheint über lebenserhaltende Systeme zu verfügen. Die untere Hülle besitzt ein Sichtfenster aus Quarzglas, eine Steuertafel mit einem robusten Stuhl, eine Luftschleuse an der Steuerbordseite und Lagerbereiche entlang des Achterschiffs mit einer Vielzahl von Werkzeugen und Vorräten. Strom und Sauerstoff wurden durch Reserven im oberen Bereich bereitgestellt. Im Belüftungssystem wird Brandkalk zur Absorption von Kohlenstoffdioxid verwendet. Die Steuertafel und die Lagerbereiche wurden ebenfalls durch die Effekte von Vakuumschweißen beschädigt, waren aber reparierbar. Bei SCP-852-2 handelt es sich um einen mumifizierten Mann, welcher einen primitiv gefertigten Druckanzug trägt, der einer alten Kombination aus Taucherhelm und Anzug ähnelt, jedoch mit einem zusätzlichen Luftbehälter und einem Filter zur Entfernung von überschüssigem Kohlenstoffdioxid ausgestattet ist. Der Anzug verfügt über eine Art Rucksack, durch welchen Schläuche Luft und Strom zur Verfügung stellen. Diese Schläuche ähneln denen, die an der Außenseite der Luftschleuse mit SCP-852 verbunden sind. Es scheint, dass diese Schläuche in einer Entfernung von 12,46 Metern vom Rucksack entfernt durchtrennt wurden. Die Schnittkanten wirken versenkt. Der Anzug selbst weist zwei Löcher auf, deren Ränder ähnlich versenkt sind. Ein drittes Loch befindet sich im Luftbehälter. Anhang: SCP-852s ursprüngliche Position befand sich im Mare Imbrium, etwa 7 Kilometer vom Mondvorposten entfernt. Durch Beobachtungen des Gebiets via Satellit wurde eine anormale Formation entdeckt und das mobile Einsatzkommando Sigma 6 für eine Untersuchung entsandt. Das Einsatzkommando lokalisierte SCP-852, das abseits von entleerten Batterien und der zum Weltraum hin geöffneten Luftschleuse unbeschädigt war. Spuren vor der Luftschleuse führten zum Standort von SCP-852-2 etwa 70 Meter entfernt. Eine Analyse ergab, dass SCP-852-2 auf eine unbekannte feindliche Entität getroffen sein muss, die zuerst die Schläuche des Anzugs durchtrennt und dann SCP-852-2 auf der Flucht in den Rücken geschossen haben muss, wobei sie den Anzug durchbohrten und -2 entweder durch das Trauma oder Asphyxiation töteten. Während die von SCP-852-2 hinterlassenen Spuren leicht zu erkennen sind, gibt es weder Spuren noch andere Hinweise auf die Angreifer.